Was ist Airbnb als Definition und wie können Sie hier bei herkömmlichen Übernachtungsmöglichkeiten sehr, sehr viel Geld sparen, ganz tolle Locations finden und für fortgeschrittenen Tipp, auch für diejenigen, die Airbnb kennen, wie können Sie nochmal 20-30% extra sparen mit einem Praxistipp? Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe von Faszination Freiheit. Und zwar hier heute aus den schottischen Highlands. Und zwar wieder eine tolle Praxiserfahrung mit Airbnb, was ich auch sehr empfehlen kann, was das heutige Thema ist, wieso, weshalb, warum, wie Sie damit viel Geld sparen. Und Sie sehen hier noch ein paar ganz tolle Aufnahmen hier von den schottischen Highlands, wo ich gerade meinen Urlaub verbringe. Ja. Und zwar diese Frage kam daher aus unserer Community, kam mehrfach die Frage für unseren Europakongress passives Einkommen. Ja, wie kann man denn gute Übernachtungsmöglichkeiten finden, Hotels etc. Und da ist eine sehr gute Möglichkeit, fernab von Hotelplattformen, die auch sehr gut sind, booking.com, trivago.de. Und zwar, wenn Sie nach etwas anderes suchen und auch ab sehr günstigen Preisstufen möglich, aber auch bis gehoben, ist Airbnb.de. Sehr, sehr gut geeignet. Das ist etwas, was ich fast inzwischen ausschließlich nutze, weil ich festgestellt habe, dass Preis-Leistung deutlich besser ist in den meisten Fällen wie bei herkömmlichen Hotelplattformen. Und man findet hier wirklich auch was von sehr günstig mit Hostelpreisen bis hin sehr gehoben, sehr luxuriös. Also ist für jeden Geldbeutel was dabei. Man findet auch besondere Dinge. Also fernab von normalen Apartments, Wohnungen, Häusern. Und zwar hier ein Wohnwagen, wo ich gerade diese Nacht verbracht habe, wo Sie da noch ein paar Aufnahmen dann sehen. Wirklich sehr, sehr schön. War bisher das günstigste auch von dem, aber es ist nur ein einfacher Wohnwagen, aber ein ganz tolles Feeling. Muss ich sagen, war etwas ganz Besonderes auch. Und ich muss sagen, ich habe hier am besten geschlafen, mitten innerhalb der Natur, unglaublich ruhig. Man hat dann auch abends so ein bisschen den Regen gehört, das war unglaublich entspannt. Also ich habe hier noch nirgendwo so gut geschlafen wie hier und hatte noch nirgendwo so viel Lust, nochmal eigentlich eine Nacht zu verbringen im Vergleich wie hier. Also, und Sie finden dort alles möglich. Airbnb ist sogar möglich, wenn Sie selber ein Zimmer frei haben und es vermieten möchten, möchten Sie etwas dazu verdienen, können Sie es dort einstellen und dort dann Gäste empfangen. Das heißt, Sie können dort bei anderen mitwohnen. Es sind auch ganz normale Apartments, wo Sie dann sein können, also wo Sie Ihren kompletten Freiraum haben, wo Sie einen eigenen Schlüssel haben, wo Sie ein eigenes Haus buchen können und auch sehr exotische Dinge, vielleicht auch wie hier ein Wohnwagen. Also sehr empfehlenswert, ist von Preis-Leistung sehr gut und vor allem auch, wenn man bei den Referenzen sehr, sehr gut sieht, was einem erwartet. Man kann ein bisschen durchlesen, okay, wie ist das denn, da werden dann nochmal vielleicht die weniger schönen Dinge, dann kann man nochmal nachlesen, aber auch insgesamt ist es wirklich so schön, wie es auf den Fotos in der Beschreibung scheint. Also sehr empfehlenswert. Und hier nochmal ein Tipp für diejenigen, die Airbnb auch schon kennen. Wie können Sie nochmal 20-30% zusätzlich sparen? Und da habe ich eine ganz tolle Erfahrung gemacht, beziehungsweise was sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar suchen Sie sich 2, 3 Favoriten aus. Schreiben Sie diese an. Und zwar, und da können Sie einfach einen Text schreiben, vielleicht noch 1, 2 Fragen stellen und sagen, ja, dass das eine Ihrer Favoriten ist. Sie haben noch 2, 3 andere Optionen, werden Sie in den nächsten 1, 2 Tagen entscheiden. Und dann nehmen wir an, es würde 70 Euro pro Nacht kosten, dass Sie schreiben würden, ja, unser Budget liegt bei 50 Euro, also darunter. Falls das möglich ist, können Sie sich gerne Bescheid geben, wenn nicht, kein Problem. Und Sie werden sich auf jeden Fall in den nächsten 1, 2 Tagen entscheiden. Und meine Erfahrung ist, dass sehr viele der Airbnb-Vermieter dann noch mit dem Preis runtergehen und Ihnen ein besonderes Angebot zusenden. Das heißt, da können Sie nochmal extra sparen mit diesem simplen Tipp, wo Sie einfach nur eine Minuten-Nachricht absenden. Ja, wird Ihnen sehr viel Geld sparen, wenn Sie es anwenden, ist praxisgetestet, wie alles, was wir weitergeben. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei Faszination Freiheit. Jetzt sehen wir uns ein paar tolle Impressionen an, hier auch von dem Wohnwagen hier und auch von dem ja, etwas luxuriöseren B&B, was heute dann noch warten wird. Und leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne den YouTube-Kanal, klicken unterhalb dieses Videos, teilen, liken es gerne mit Ihren Bekannten, wenn Sie sagen, das war ein toller, interessanter Tipp, damit unsere Community auch noch größer wird und auch andere Menschen von diesen Tipps und Tricks erfahren. Ja, schön, dass Sie wieder mit dabei waren, Ihre Zeit genommen haben. Bis nächsten Freitag. Herzlichst, Ihr Thorsten Wittmann. Das ist ein Mensch, der für das Thema brennt. Wenn du Vermögen aufbauen möchtest, wenn du dein Vermögen schützen möchtest, dann geh zu Thorsten Wittmann.